kleines Finale zwischen ihm, zwischen Andy Promeger und Rok Marguč, der Slowene, der schon Zweiter war im Parallel-Riesenslalom. Ja, ich sehe schon, Marguč, der will das auch unbedingt. Also, der sagt jetzt so knapp davor mit der ledernen Gipfel nicht zu reden. Für den Andy Promeger wäre das jammer schade. Noch keine WM-Medaille für ihn. Eine Sekunde muss er auf einen ganz starken aufholen. Das wird sehr schwer. Eben, weil er einfach sehr souverän fährt, der Marguč, und sehr wenig Schwächen heute zeigt, oder heute die ganze Woche schon. Leichter Schlenkerer von Marguč, aber Andy. Andy kommt nicht so richtig ran. Jetzt kommt Andy Promeger, aber es geht sich nicht aus. Es ist schon wieder der vierte Platz für den Andy Promeger und Rok Marguč wie Claudia Riegler mit Silber und Bronze hier in La Molina. Ja, und Andy Promeger, der unbedankte Vierte, so knapp war es im Semifinale. Jetzt hat er auch gekämpft, aber er ist einfach an Rok Marguč nicht vorbeigekommen. Ja, sehr schön. Das war Osserne für deine Schwester, für Claudia Riegler. Zweimal gab es Blech, Heidi Neururer und Andy Promeger auf Platz 4. So, Heidi Neururer, muss ich sagen, die war ja vor 2 Jahren auch schon Vierte. Das heißt, die war bei den letzten 4 Weltmeisterschaften immer im Semifinale. Zweimal Vierte, einmal Erste, einmal Zweite. Also das spricht schon für sie, für diese großartige Slalomfahrerin aus dem Pitztal. Hier der Bronzene bei den Herren, Rok Marguč. Nichts ist es geworden mit der WM-Medaille für Andy Promeger.